Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe etwas ganz Tolles erstellt, denn ich habe eine kleine Tierlist über den RPG Maker erstellt. Da sind so ziemlich alle RPG Maker drin, die rausgekommen sind. Den einen oder anderen habe ich vielleicht rausgelassen. Und die werden wir heute ranken. Viel Spaß dabei! Hier ist die kleine Tierlist, die ich erstellt habe über den RPG Maker. Ich habe auch die Konsolen-RPG Makers reingemacht. Ich habe jetzt, glaube ich, den Super Nintendo habe ich ausgelassen, aber ich glaube kaum, dass irgendeiner von euch da draußen den Super Nintendo mal ausprobiert hat. Ich ebenso nicht. Dafür habe ich den RPG Maker für den Game Boy reingetan, weil ich habe ihn mir ausprobiert. Deswegen habe ich gedacht, okay, komm, tun wir ihn mal rein. Die Tierlist ist folgendermaßen. S-Rang ist natürlich das allerbeste. Geht dann runter bis D. Und als allerletztes, I don't know, denn es sind ein, zwei RPG-Maker drin, die ich selbst noch nicht getestet habe. Für alle, die auch so eine Tierliste erstellen wollen, ich habe den Link unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt dann auch mal ranken und es mir über Discord zum Beispiel schicken und dann können wir uns doch so ein bisschen gegenseitig austauschen. Mich würde es auch tatsächlich freuen, wenn der ein oder andere YouTuber, der sich auch mit dem RPG-Maker befasst, diese Rankingliste machen könnte, ein Video erstellen könnte. Wenn er denn Lust hat, Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Wir fangen jetzt mal an, die RPG Maker zu ranken. Mal gucken. Ich glaube, wir fangen ganz von vorne an. Ich wähle erstmal den RPG Maker 95 aus. Den haben wir auch auf meinem Kanal besprochen. Der ist schon ein bisschen betagter. Das ist schon der Uropa von den RPG Makern. Rein von den Funktionen her würde ich sagen, er ist gar nicht mal so schlecht. Also man konnte damals, was mich überrascht hat, den eigenen Titelscreen erstellen. Und auch so hat er einen richtig guten Eindruck gemacht. Allerdings funktioniert er wahrscheinlich bei keinem mehr. Es gibt zwar einen Patch, aber selbst mit diesem Patch funktioniert er nicht mehr so wirklich. Weswegen er eigentlich richtig useless ist heutzutage. Ich würde aber dennoch sagen, ich setze ihn auf C. Ja, also die Funktion, damals 95, wenn man da den RPG Maker hatte und solche Spiele erstellen konnte, er war nicht schlecht, er war nicht scheiße. Also man konnte einiges damit machen. Kommen wir jetzt zum RPG Maker 2000. Wir alle kennen und lieben ihn. Und ich werde mir wahrscheinlich jetzt so viele D-Abonnenten leisten, wie noch nie in meinem Leben. Wenn ich den auf einen schlechten Rang setze. Ich muss sagen, RPG Maker 2000 habe ich auch sehr, sehr lange benutzt. War der erste RPG Maker, den ich überhaupt benutzt habe. Sehr viele Spiele sind auch rausgekommen. Vampire's Dawn, man kennt sie ja alle. Unterwegs nach Düsterburg war, glaube ich, auch 2000er. Keimfalls, weiß ich was alles noch. Also da wurden eine Menge Spiele gemacht. Ist der RPG Maker allerdings gut gealtert? Ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt unbedingt gut gealtert ist. Also wenn man so ein RPG Maker 2000 Spiel startet, ist das schon mit dieser Auflösung und alles, ist das schon richtig blurry. Es gibt natürlich den Easy RPG Maker, damit kann man das so ein bisschen umgehen, aber der funktioniert auch nicht bei allen Spielen so. Also ich würde ihn jetzt erstmal auch auf C setzen, wie der RPG Maker 95. Ich kann ja nachher noch tauschen, wenn ich es mir anders überlege. Weil er ist schon eigentlich ein bisschen besser als der 95. Wir machen B. Ein B-Rang. Ja. Also man kann ihn heutzutage schon noch benutzen. So. Anders sieht es aber meiner Meinung nach aus mit dem RPG Maker 2000. Eigentlich ist der RPG Maker 2000 ja der gleiche wie der RPG Maker 2000. Also der 2003 ist das gleiche wie der 2000er. Also der einzige Unterschied ist halt eben dieses Kampfsystem damals gewesen. Er hat ja aber auch noch einige Updates bekommen, wie zum Beispiel Parallax-Mapping und sowas, und dass man den Titelscreen überspringen kann, ohne irgendwie da was zu manipulieren beim RPG Maker 2000. Also da ist schon einiges an Neuerungen gekommen, was ich ziemlich geil fand. Ich habe da auch ein Video gemacht. Ich stecke euch mal das Video in die Videobeschreibung, wenn ihr denn die ganzen Updates sehen wollt. Ich muss sagen, es ist schon, er hat auch eine neue Echse. Man kann es auch heutzutage mit einem modernen Computer spielen, ohne dass man so ein blurry Screen hat, wie beim RPG Maker 2000. Und das alles vom Haus aus. Da hat sich einiges getan. Ich setze das hier echt mal auf A.
weil den kann man heutzutage, den kann man noch benutzen, ja. Man kann zwar nur Spiele releasen für den PC, weniger jetzt für Android und sowas, aber es ist ein solider Maker heutzutage noch mit den ganzen Updates und so. Ich fand die Updates super. Der Nostalgiefaktor ist immer noch vorhanden vom 2000er, weil es ist halt 1:1 die gleiche Grafik. Ja, kommen wir zum XP. Der RPG Maker XP, ja, das ist so eine Sache. Da sind ja viele ganz vernarrt, weil das Mapping-System so toll war. Weil man da, glaube ich, 4 Layers hatte. Ich habe den schon lange nicht mehr benutzt. Das ist auch einer der Maker, den ich am wenigsten, glaube ich, benutzt habe. Ich habe ihn schon benutzt, aber jetzt nicht allzu oft. Mir hat immer eine Funktion gefehlt und das war die Videofunktion. Man konnte keine Videos abspielen. Es gab dann irgendwann mal ein Plugin, wo man Video abspielen hat können, aber halt eben nicht im Vollscreen, nur im Fenstermodus, was das Ganze dann wieder kaputt macht, meiner Meinung nach. XP hat auch nicht, er hat auch von der Framerate her ist es auch ein bisschen komisch, der hat da irgendwie was mit 20 FPS. Das Bild flackert auch, also es gibt eine Option, wo man das Bild flackern so ein bisschen reduzieren kann, aber dann ist die Framerate auch irgendwie weniger. Das war alles so ein bisschen komisch. Also hundertprozentig überzeugt hat mich der XP nicht und ich bin dann auch schnell wieder runter auf den RPG Maker 2003 bzw. 2000. Fand ich dann schon ordentlich besser. Er hatte zwar eine Auflösung, die doppelt so groß war wie der RPG Maker 2000 und 2003 von 640x480, aber ganz überzeugt hat mich der XP nicht. Ich stelle es mal auch auf die gleiche Ebene wie der RPG Maker 95, was schon ein bisschen unfair ist, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es kritisch, weil wir kommen jetzt zum RPG Maker VX. Oh meine Güte, was war das denn bitte für ein Maker? Also das war ein Maker, den habe ich einmal benutzt, da habe ich die Demo-Version einmal benutzt und habe ihn direkt wieder deinstalliert. Also der VX war so ein Maker, da hat man irgendwie was Komisches versucht. Da war ja alles limitiert. Da war, man konnte nur ein Chipset verwenden. Ich glaube, die Schalter und die Variablen waren begrenzt. Auch die Map-Erstellung war begrenzt. Irgendwie war das so ein RPG-Maker mit ganz, ganz vielen Grenzen. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Gerade auch was das Teilset betrifft. Also man konnte wirklich von A bis D nur eins benutzen. Ich weiß, da kam später auch noch irgendwie ein Plugin raus, dass man mehrere Teilsets benutzen konnte, aber das war nichts Ganzes, das war nichts Halbes. Wurde stark kritisiert, auch von der Community, dieser VX. Zu Recht muss ich sagen, hätte der VX Erfolg gehabt, würde wahrscheinlich jeder RPG-Maker heutzutage so aussehen, dass die so begrenzt wären. Da müsste man Schalter und Variablen und neue Teilsets per DLC erstmal freischalten oder sowas heutzutage. Aber zum Glück, er hatte nicht so viel Erfolg. Ich setze den jetzt wirklich mal auf D, weil das ist ein Maker, den habe ich nicht benutzt und den konnte ich auch noch nie leiden. So, kommt mir zum VX ACE. Das sah die ganze Sache ein bisschen anders aus. Also, streng genommen war das der gleiche Maker wie der VX, nur die Begrenzungen, die wurden aufgehoben. Man konnte so viele Schalter, Variablen, Maps, Teilset und so weiter benutzen, wie man wollte. Und hatte zusätzlich noch die Videofunktion, die ich beim XP vermisst habe. Von der Auflösung her, es hatte eine komische Auflösung mit oben und unten Render. Das war so ein Fake-Breitbild. Auflösung, ich weiß nicht, was das genau sollte, aber das konnte man ganz einfach beheben mit einem kleinen Plugin, dann hatte man die Auflösung von 640x480, genauso wie auf dem XP. Plus Videofunktion, die ich so vermisst habe. Und ich muss sagen, es war ein solider Maker, er war ein bisschen hakelig, er hat ein bisschen gehangen hier und da. Er war nicht hundertprozentig flüssig, aber es ist ein solider Maker. Ich habe ihn lange benutzt. Hab viele Spiele damit erstellt und er ist okay, man kann ihn benutzen. Ich setze ihn mal auch auf die gleiche Höhe wie den 2003er. Von den Funktionen her war er dem 2003er schon ziemlich nahe. Kommen wir zum ersten Konsolen-RPG-Maker und zwar den RPG-Maker 3DS. Den habe ich noch nicht ausprobiert, ich habe ihn auch noch nie in meiner Hand gehalten. Ob ich dazu mal ein Video machen kann, weiß ich nicht. Wenn ich ihn mal finde, werde ich da auf jeden Fall mal ein Video machen. Aber bis dahin, I don't know. Ebenso PlayStation, aber PlayStation, den PlayStation RPG Maker. Ach, hier ist der PlayStation RPG Maker. Den
Habe ich tatsächlich auf meinem PC und dazu werde ich auf jeden Fall ein Video machen. Also bislang, I don't know. Aber ich werde dazu ein Video machen. Ich habe schon ein paar Screenshots gesehen, ein bisschen reingeguckt. Es ist so Super Nintendo-artiges RPG-Maker-Ding. Wie der ist, werden wir höchstwahrscheinlich irgendwann mal in der Zukunft erfahren. Jetzt kommen wir mal zu meinem Lieblings-RPG-Maker, und zwar der RPG-Maker für den Game Boy. Ich war schockiert, als ich erfahren habe, es gibt einen RPG-Maker für den Game Boy. Wir haben ihn auch auf meinem Kanal getestet. Werde ich mir auch in der Videobeschreibung unten verlinken, wenn ihr das sehen wollt, oder in der Endcard. Ich muss sagen, ein RPG-Maker für den Game Boy, rein von der Technik her, dass das funktioniert hat, ist schon überwältigend. Dass man auf seinen Game Boy sein eigenes Game Boy-Spiel erstellen konnte, das war so Game Boy Inception oder sowas, fand ich schon geil. Was ich nicht so geil fand, er wurde nicht übersetzt. Also es gibt es nur auf Japanisch. Ich habe so eine Fan-Übersetzung mal gehabt in diesem Video. Er wurde aber dann nur halb übersetzt. Fand ich ein bisschen schade. Ich würde gerne mehr Videos über den Game Boy RPG Maker machen, weil ich fand die Grafik ganz cool. Ich fand die Musik ganz cool. Ich fand alleine die Tatsache, dass sowas existiert, cool. Aber die Übersetzung daran hapert es leider, weswegen ich da keine Videos mehr darüber machen kann. Weil ich nur noch die Hälfte verstehe. Aber ich setze es mal auf C. Wegen dem Retro-Charme einfach. So, machen wir mal weiter mit der Switch. Die Switch-Version ist eine Version, die ich auch noch nicht probiert habe. Die soll auch angeblich limitiert sein. Sehr stark. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ob ich mir den kaufen werde, ich denke höchstwahrscheinlich werde ich mir nicht kaufen. Wenn ich ihn irgendwie mal in die Hand habe oder das mal so ein Sale für 5 Euro her, dann kann ich mir mal kaufen und ein Video drüber machen. Aber ich setze mal auf I don't know. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich viel davon halte von dem RPG Maker auf der Switch. Ich weiß nicht. So. Kommen wir zum aller neuesten RPG Maker. Der RPG Maker, der sehr viel Kritik einstecken musste und ich immer noch kein Video über diesen Maker gemacht habe, weil ich ihn immer noch nicht gekauft habe, und zwar den RPG Maker Unite. Oder Unit. Sucht's euch aus, streitet euch drum. Ja, das ist ein Maker. Ich würde ihn fast auf I don't know setzen, weil ich habe ihn ja selbst noch nicht benutzt. Aber ich habe Videos angeschaut, ich habe Reviews gesehen, ich habe Bilder gesehen und der Maker, er funktioniert einfach nicht. Also es wurde schon 100 Mal geupdatet wahrscheinlich mittlerweile, aber was ich jetzt so mitgekriegt habe, er funktioniert nicht. Für mich ist der RPG Maker so eine Art Gimmick, aber es ist kein vollständiger Maker. Es ist so ein halbes Ding. So, guck mal, ich laufe auf Unity und ihr braucht Unity dazu und dann könnt ihr den RPG Maker benutzen, der nur so halb funktioniert. Ich setze ihn jetzt erstmal auf D. Weil benutzen kann man ihn nicht wirklich. Ernst nehmen kann man ihn auch noch nicht wirklich. Ich finde ihn so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum das kein eigenständiger Maker geworden ist. Warum man dazu Unity braucht. Es ist alles so ein bisschen strange. So, jetzt bleiben nur noch unsere Neuzeitlieblinge übrig. Und zwar der RPG Maker MV und MZ. Und ich habe mir gedacht, ich setze nur ein RPG Maker auf S. Ja? Es kann nur ein RPG-Maker geben. Entweder der MV oder der MZ. Und meine Wahl ist, dass ich den RPG-Maker MZ auf A stelle und den RPG-Maker MV tatsächlich auf S. Warum ist das so? Der MZ hat zwar die bessere Performance, aber was Plugins angeht, ist das ein bisschen, kommt ein bisschen wenig. Also hat auf jeden Fall weniger Plugins als der MV. Die meisten Plugins bekommt man für den MV, aber es sind nicht nur die Plugins, auch der Android-Export fällt mir wesentlich einfacher bei dem MV als bei dem MZ, weswegen ich den MV einfach auf S stelle. Und ich habe den MV auch am meisten benutzt. Ich benutze ihn ja heute auch noch. Im Z habe ich eher weniger benutzt. Ich bin überrascht über die Performance. Die ist ganz gut. Die ist super. Aber im Herzen ist der MV einfach besser. Das war's mal wieder mit dem schnuckligen Video. Meine Tierlist zum RPG Maker. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere das auch machen würde. Ihr könnt mir eure Tierlist auf Discord schicken. Schaue ich mir gerne an. An den ganzen YouTuber da draußen, die auch
RPG Maker Stuff machen, gerne auch mal ein Video darüber machen, würde ich mir gerne angucken. Ich sag da mal, Tschüssikowski und bis zum nächsten Video.